Alexander, hallo. Heute will ich euch mal ein schnelles, einfaches Review vor die Nase halten. Und zwar das hier von den Windmühlenmessern. Es hatte ein bisschen Historie, ein bisschen Geschichte, ganz einfach. Ich hatte von dieser Marke mir früher halt auch eins geholt. Nicht wundern, hier im Hintergrund, ich bin gerade ein bisschen Essen am Brutzeln. Das ist eigentlich halt sehr gut beim Warten, dann euch ein bisschen was dabei zu erzählen. So, ein bisschen leiser jetzt. Okay, Hintergrund war mal der gewesen, ich habe von der Marke mir auch ein Messer geholt. Das war ein Carbonstahl gewesen. Ich wusste nicht, dass der Carbonstahl so übel rostet und vor sich hin oxidiert, wie es dann doch später war. Und du hast halt überall, also du musst vor jedem Mal Essen machen, das Messer sauber machen und sonst was. War einfach nervig gewesen, deswegen war ich davon nicht zufrieden. Das hier hat eine ganz normale rostfreie Edelstahlklinge. Ja. Und wie ihr es schon seht, es rostet auch nicht vor sich hin. Es war schon ein bisschen im Einsatz, ganz klar. Ich mag diese Messergröße wunderbar. Auch die anderen Messer haben auch ungefähr so die Größe, die ich halt hier auch habe. Das ist vom Metaltex. Ist okay, hat eine recht harte Klinge. Ja, ist eine recht, wie gesagt, vom Stahl halt her recht harte Klinge. Schleift sich jetzt nicht so optimal, aber es taugt halt auch recht günstig. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, geben wir mal das Geld mal ein bisschen aus und holen wir uns mal was anderes. Ihr könnt damit nicht wirklich euch rasieren. Hab probiert, funktioniert nicht. So brutal scharf ist es nun leider auch nicht, aber es euch mal hier an der köstlichen Knoblauchsalami zu zeigen, wie einfach es ist. Ihr seht das hier, es ist halt schon ein bisschen härteres Würstlein, ne? Und ihr könnt damit wirklich schön und auch sehr präzise halt schneiden. Sehr. Seht ihr? Also wirklich so wunderbar dünne Scheibchen geschnitten und es ist aber die ganze Klingenlänge komplett scharf. Hier von der Seite. Mir gefällt es echt gut. Ihr habt ganz normalen, soliden Holzgriff hinten, Edelstahl und einfaches Messer. Mein Tipp noch an euch, bevor ich jetzt hier die Knoblauchsalami vertilgen werde, ist, ich werde noch ein bisschen mal schnippeln, wenn ich Lust drauf habe. Holt euch auf jeden Fall einen Wetzstahl. Ich habe hier auch sowas rumliegen. Es muss jetzt nicht hier gerade die Ausgabe hier für 50 Euro oder kann er noch teurer von den WMF sein. Was, WMF? Fistler sogar, Fister halt sogar. Damit könnt ihr monatelang, ohne nachzuschärfen und damit halt auch die Klinge wirklich relativ gesehen zu beschädigen, weil die wenigsten von euch werden wirklich richtig gut Messer schärfen können, die Klinge scharf halten. So, und einfach nur zieht ihr zwei, dreimal drüber über den Wetzstahl und schon habt ihr wieder ein fast stumpfes Messer wieder richtig schön scharf gemacht. Das ist mein Tipp. Und dann, wenn ihr wirklich halt ein Messer damit nicht mehr scharf kriegt, dann müsst ihr halt zu anderen Geschichten greifen. Klickt auf Like, klickt auf Abonnieren, ganz klar. Ich packe euch einen Link drunter. Alles andere, ciao, ciao und bye.